OMG, Leute, OMG. Wie er bereits bekannt war, findet heute der Life is Strange 2 Reveal statt. Einen Tag vor dem Start der Gamescom hat sich Square Enix und Don't Nod Entertainment gedacht, wir sagen euch alles zu Life is Strange 2, was ja bereits auch schon im September erscheint, also zumindest die erste Episode. Es gab davor einen kleinen Teaser, den wir hier jetzt nicht angucken, mit so einer Dashcam, und dann gab es einen seltsamen Unfall in Akte X-Manier, also irgendwas Seltsames ist auf jeden Fall geschehen. Und jetzt haben wir hier einen 1 Minute und 35 Sekunden langen Trailer. Einen Reveal-Trailer, der uns gleich viele Fragen beantworten wird. Ich bin super gespannt, um was es in Life is Strange 2 gehen wird. Was wir ja schon wissen ist, es spielt zwar im selben Universum wie Life is Strange 1, aber Max und Chloe und alle anderen Charaktere spielen, wenn überhaupt, nur eine ganz, ganz untergeordnete Rolle. Um die wird es nicht gehen. Es wird eher um Chris. Der kleine Junge, den man auch in, na, wie hieß es gleich, Mensch, The Awesome Adventures of Captain Spirit. Ja, haben wir auch Let's Played. Um den wird's gehen. Oder, was ich ja viel mehr glaube, um den Nachbarsjungen, den man ganz am Ende im Abspann gesehen hat. Denn wie es scheint, ist der Junge aus der Nachbarschaft derjenige, der die neuen Kräfte hat und nicht Chris. Das war ja quasi ja, das Spezielle an diesem Titel. Die Captain Spirit. So, das, was man da checken sollte, glaube ich zumindest, kann natürlich auch falsch liegen. Und vor allem wird es um die tote Mutter auch gehen von Chris, die ja, es scheint, nicht normal gestorben ist. Offiziell in einem Autounfall, aber wahrscheinlich wurde sie ermordet. Alles egal jetzt. Alles egal. Kein Gelaber mehr. Wir gucken uns das an. Und zwar in 3, 2, 1, go! What are we gonna do now? Ja, das ist er. Das ist der Nachbarsjunge, ne? There's nothing we can't do. Beide. Ich glaube, das I sind have no idea Geschwister. where we are. Feels like we're walking nowhere. I don't think Daniel understands what's going on. Reißen die gerade aus von zu Hause? A new journey begins. How am I supposed to take care of us out here? Ja. Jetzt pusht man sich erstmal selber, aber zurecht. Krasses Franchise. Vor allem der erste Titel war Bombe. Oh, jetzt kommt's, jetzt kommt's. Shooting in South Seattle. Ach, der große Bruder ist ein Krimineller oder was? What are we gonna do now? There's nothing we can't do. Oder er ist an etwas As reingeraten we're together. und versucht seinen kleinen Bruder zu schützen. Okay, naja, also alles haben wir jetzt nicht erfahren. Aber es war schon mal sehr interessant. Ich möchte mir das Ganze nochmal in verminderter Geschwindigkeit angucken, so wie wir es auch immer mit Pokémon machen. Vielleicht sehen wir dann noch ein paar Details. Also gerade da am Ende, wo es ziemlich schnell ging. Ach, gibt es eigentlich Untertitel, sag mal? Oh, lol. Ja, vielleicht sollten wir es dann dreimal schauen. Komm, jetzt erstmal nochmal in Deutsch. Also jetzt, was war die Originalfassung? What are we Jetzt in gonna do Deutsch. now? There's nothing we can't do. Sorry, ist live hier. I have no idea where we are. Feels like we're walking nowhere. I don't think Daniel understands what's going on. Nee, es wird eher so sein, der Junge hat I can't tell you the unkontrollierbare truth Kräfte, now. der Kleine. I just can't. Ja, jetzt verstehe ich's. Der Kleine hat wahrscheinlich diesen Autounfall verursacht, ohne es zu wollen. Aber da war ein Mann drin, oder? Da war, glaube ich, ein Mann drin, nicht eine Frau, weil sonst wäre es ja Chris' Mutter. Oh ja, das kann sein. Der kleine Junge macht nur Schaden und er versucht sie zu schützen und haut mit ihm ab.
What are we gonna do now? Warte, wer lag da? Wer lag da? Das möchte ich mir gleich nochmal anschauen. As long as we're together. Ja, also ich verstehe es so, dass die abhauen. Der Dschungel wird vermutlich irgendwelche Kräfte haben, die er absolut nicht kontrollieren kann. Furchtbare Kräfte. Und ich möchte jetzt nochmal sehen, ob da ein Mann lag oder eine Frau. Dann brauchen wir uns eigentlich auch gar nicht mehr in verminderter Geschwindigkeit anschauen, es sei denn, ihr wollt das. Ist ein Mann, ne? Achso, das ist aber auch der Polizeiwagen. Das ist der Polizeiwagen. Das ist also nicht Chris' Mutter. Ja, gut. Na gut. Das wollen sie wohl noch nicht revealen, was mit seiner Mutter passiert ist. Aber was feststeht ist, der Große legt sich mit der Polizei an, schlägt ihm sogar in die Fresse. Dann gibt's ein Shooting. Und ja, alles eskaliert. Sie müssen verschwinden. Ah ja, naja. Gut, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich hätte mir ein bisschen mehr erhofft als Reveal, weil wir wissen jetzt nur ein bisschen was. Aber es macht auf jeden Fall Bock auf mehr. Ja, es macht mir schon Bock auf mehr. Die erste Episode, wann kommt sie nochmal? 27. September oder was? 14? Nee, war schon 27. September, ne? Chat? Was meint ihr? Schreibt's in den Chat. Oh, Donation sogar. Sorry, wird nicht angezeigt, aber ich lese es trotzdem kurz vor. League, 10 Euro. Finde es gut, dass du dein Ding durchziehst und nicht wie andere YouTuber auf den Hype gehst und Spaß dabei hast, was du machst. Danke dir auf jeden Fall. Aber jetzt, so, was meint ihr? Das ist der Cop gewesen. Ja, Rest in Peace, Bulle. Ich bin positiv geschockt. Hört sich gut an. Die Mutter von ihm wurde umgebracht mit einem Autounfall. Ich habe das Spiel schon mal gespielt. Nein, du hast The Captain Spirit gespielt. Und da wurde das auch revealed. Das Life is Strange 2 hast du mit Sicherheit nicht gespielt. Es wurde heute erst vor einer halben Stunde revealed. Aber es wird auf der Gamescom anspielbar sein, glaube ich, ne? Ich werde euch dann also auf Twitter berichten, wie ich es fand. LPS ist dann im September. Ganz klar werde ich das machen. Jede Episode diesmal live. Ja? Life is Strange 1 und den Vorgänger musste ich ja im Nachhinein zocken, weil es an mir vorbeigegangen ist. Aber den zweiten Teil, den machen wir auf jeden Fall zum Release. Es ist nicht sehr aussagekräftig. Ja, habe ich auch so ein bisschen das Gefühl. Also da wäre noch mehr gegangen. Man hätte vielleicht noch ein bisschen mehr zeigen können. Aber gut, das wird vermutlich eine Szene sein aus der ersten Episode. Natürlich wollen sie die zweite, dritte, vierte und fünfte noch geheim halten. Ich hoffe einfach nur, dass es genauso reinhaut wie der erste Teil. Und gerne auch so ein paar Überschneidungen mit Max und Chloe. Vielleicht treffen die sich ja und dann gibt Max ihm Tipps. So von wegen, hey, ich hatte auch mal heftige Kräfte. Ja. Irgendwie so nichtssagend. Na, das würde ich jetzt auch wieder nicht sagen. Wir haben schon eine gute Vorstellung von dem, was wir erwarten können. Wie ich schon sagte, der Junge hat Kräfte, die er nicht kontrollieren kann, denke ich. Der Trailer ist mittelmäßig. Ja, dem würde ich mich anschließen. Also er erfüllt jetzt nicht unbedingt die Erwartungen, muss man ganz ehrlich sagen. Aber ich kann es auch aus Entwicklersicht verstehen, dass man da noch nicht alles revealen will. Es war ja jetzt der erste richtige Trailer neben diesem Teaser. Ach, weißt du was, wenn der gerade angezeigt wird, dann schauen wir den doch auch noch. Dann schauen wir den doch auch noch, komm. Hau raus. Guck mal den auch noch an. Dann haben wir hier alles gesehen. Na, Bruder muss los. So, jetzt. Wenn YouTube will. Will YouTube? Lass mich jetzt nicht im Stich hier. Ah. So, das sind auf jeden Fall auch zusammenhängende Szenen. Dem kann man sich sicher sein. Officer Matthews, I've got a 1010 in progress. 1452 Lewis Avenue. I'm gonna need backup. Es ist das erwähnte Shooting gerade. Und hier sehen wir ja auch, wie die Karre jetzt gleich. Ja gut, ich will nicht spoilern, aber man kennt den. Man kennt ja diesen Teaser. Ne? Die Karre wird umgeworfen, der Polizist wird auch umgeschmissen. Das hat auf alle Fälle mit magischen Kräften zu tun. Und ich sag euch, das liegt an dem kleinen Jungen. Die Entscheidung wird sicher Mutter oder Vater retten. Das ist jetzt schon sehr weit hergeholt. Das wissen wir natürlich alles nicht.
Ja, man darf auf jeden Fall gespannt sein. Also, wie gesagt, ich werde es zum Release Let's Playen. Ich hab Bock. Und ja, vielleicht kann ich es mir morgen auch schon geben auf der Gamescom. Schreibt gerne noch eure Meinung dazu in die Kommentare. Und dann sag ich ciao und bis demnächst. Euer Domtendo.